Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge unseres Podcasts. Dieses Mal habe ich, glaube ich, den jüngsten Gast, den ich jemals hier zum Podcast begrüßen konnte. Das ist nämlich unser Schülerpraktikant Milan Stiller. Herzlich willkommen, Milan. Hallo, ich war ja schon in der letzten Folge dabei beim Azubi-Tag. Also ich will mich nochmal vorstellen, ich bin Milan Stiller. Ich bin in der 9. Klasse und habe hier gerade mein Schülerpraktikum beendet. Und ich und Frau Zimmermann werden jetzt ein bisschen darüber reden. Genau. Ja, also ich freue mich total, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Das macht nämlich auch nicht jeder. Das ist ja auch mal so ein bisschen aufregende Sache, wenn man dann so von sich erzählen soll und das dann auch noch veröffentlicht wird. Aber du bist ja sehr aufgeschlossen und ich glaube, das wird sehr interessant, was du jetzt so zu erzählen hast. Ja, das glaube ich auch. Ja, also mich würde zunächst mal interessieren, warum hast du überhaupt diesen Praktikumsplatz gewählt? Also wir haben ja schon damit begonnen, in der Schule am Anfang des Schuljahres, in der ersten WAT-Stunde, darüber zu reden, was wir eigentlich machen wollten. Und wurden wir auch gefragt und mir kam halt Bibliothek schon so am Anfang in den Sinn, weil ich hier in diese Bibliothek, in die Mark-Trey-Bibliothek, auch schon seit gut einem Jahrzehnt herkomme, selbst, also privat, mit meiner Pflegetante hat es damals angefangen. Deswegen hatte ich schon einen großen Bezug hierzu. Deswegen habe ich nicht gedacht, warum nicht hier in der Bibliothek ein Praktikum machen. Das interessiert mich auch. Also ich habe mich dann auch informiert, was ist der Beruf eigentlich, also Farmi. Und das hat sich spannend angehört und deswegen habe ich mich hier beworben. Aber auch bei anderen Stellen natürlich auch. Aber dann wurde ich hier angenommen und das fand ich ganz gut. Und jetzt weiß ich auch, dass das vielleicht ein Beruf sein könnte, den ich auch später machen würde. Ja, ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Aber du musst mir jetzt nochmal erklären, was ist WAT? Also WAT ist das Schulfach Wirtschaft, Arbeit, Technik. Ach so. Da werden zum Beispiel werkliche Sachen vor allem in der 8. Klasse unterrichtet, also sowas wie Holzwerkstatt, wo man dann, was wir gemacht haben, einen Griffelkasten gebaut hat. Oder halt mit Computern viel, aber dieses Jahr war das Thema das ganze Jahr lang das Praktikum, wie bereite ich mich auf das Vorstellungsgespräch vor, was mache ich, wenn ich zu spät komme oder wie ich mich überhaupt verhalten sollte. Und das wird da so unterrichtet. Das ist ja gut, wenn man so praktische Tipps bekommt, ja. Denn das weiß man ja sonst gar nicht. Ja, oder man wird vor allem in der 7. Klasse auch über Ernährung aufgeklärt. Sehr gut. Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Fach, finde ich. Finden manche nicht so spannend, aber es ist eigentlich sehr sinnvoll. Also es geht ums praktische Leben. Ja. Ne? Das ist doch wichtig. Genau. An welche Schule gehst du? An die Ernst-Haeckel-Oberschule mit gymnasialer Oberstufe. Also ich könnte dort auch mein Abitur machen. Und ich finde die Schule gut, weil es erstens kein Gymnasium ist, weil das für mich vor allem viel zu anstrengend wäre, an einem Gymnasium zur Schule zu gehen, weil ich auch viel von meinen Freunden darüber gehört habe. Aber ich will dennoch mein Abitur, also ich will, möchte die Möglichkeit haben, mein Abitur zu machen und möchte nicht die Schule wechseln. Deswegen. Und deswegen habe ich mich für die Schule entschieden, die ist, wenn man weiß, es gibt diese großen Hochhäuser mit den Sonnenblumen drauf, da gleich daneben ist die Schule. Genau, in Hellersdorf. Ich kenne die Schule, ich war da auch schon mal und da habe ich an einem Workshop teilgenommen und war fasziniert, was da für tolle Kunstwerke standen von den Schülern, also im Kunstunterricht wahrscheinlich, auch so Tonfiguren, also Wahnsinn. Tja, ja, das ist eine schöne Schule, also da hast du, glaube ich, eine sehr gute Wahl getroffen und das hört sich ja jetzt auch wirklich gut an, dass man das Gefühl hat, ihr bekommt dort alles mit auf den Lebensweg, was man so braucht. Ja. Ja, nun warst du also hier bei uns, wie lange? 3 Wochen war ich jetzt, vom 22.05. bis zum 9.06. Also schon ein längerer Zeitraum, vor allem schon eine Woche länger als jedes Gymnasium. Das ist nämlich auch ein bisschen unterschiedlich. Und es war sehr gut. Wie ging denn das dann vonstatten? Du hast dich beworben? Ja, ich habe mich vor den Herbstferien letztes Jahr beworben, also in der 9. Klasse. Und wurde dann von Frau Gläser, also meiner Aufsichtsperson und Bezugsperson hier beim Praktikum auch, kontaktiert, dass sie mich zum Vorstellungsgespräch einladen will. Ich habe auch mal all meine Zeugnisse hingeschickt. Und dann war ich in den Herbstferien da, in der letzten Woche.
Musste dann aber noch warten, weil jemand, den ich sogar kenne aus meiner Schule, aus meinem Französischkurs, auch sich dort beworben hat. Und deswegen musste ich noch 2 Wochen warten, aber dann kam schon die Zusage. Es war ein bisschen lustig, weil er sich sehr, sehr sicher war, dass er den Platz Ach bekommen und ihn so. dann am Ende nicht bekommen hat. Und hat mich sehr gefreut, weil ich wollte auch auf jeden Fall was mit Medien machen. Ich habe mich nämlich auch beim RBB beworben, vor allem. Und da kam vor allem gleich die Absage rein, weil das schon voll war. Ist wie bei der Polizei oder so, dass man sich ganz schnell bewerben muss. Ist ja selbst bei uns schwierig, einen Ja. Praktikumsplatz zu bekommen, ja. Ja, und das ist eben vor allen Dingen deswegen so, weil wir uns ja auch um die Praktikanten kümmern wollen. Also die sollen ja nicht einfach nur jeden Tag hier ihre Stunden absitzen, die Ja. sollen ja auch zielführend hier, na, ausbilden jetzt nicht, aber eben den Betrieb kennenlernen und in alle Abteilungen mal reinschnuppern können. Und Ja, das muss ja geplant werden das auch. hat mein Vater auch gesagt, dass er fand, dass ich hier sehr viel kennengelernt habe. Hat er gestern Abend lustigerweise schon gesagt, bei den Sachen, die ich ihm erzählt habe, dass er fand, dass es gut ist, hier Ja, mit seinem Praktikum zu machen. also ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie meine Kollegin, also Frau Gläser, diesen Plan erstellt für die Praktikanten, ganz akribisch, wer wann in welcher Abteilung für den Praktikanten Zu zuständig welcher ist, Uhrzeit? zu welcher Uhrzeit. Und dann weiß man auch, es ist ja eine relativ große Bibliothek mit vielen Mitarbeitern und die wissen dann eben genau, ah, heute ist der Milan bei mir und dann kann man sich schon darauf vorbereiten, dass Genau. man dir dann auch ein bisschen was erklärt. Ne? Und du hast jetzt, ja, ich denke mal, du warst in allen Abteilungen der Genau, Bibliothek. Musikbibliothek, Kinderbibliothek, Erwachsenenbereich, Jugendbereich und hier oben. Du hast ja auch mal eine Klassenführung begleitet, die ich hier durchgeführt habe mit einer 9. Klasse. Genau. Und da hast du jetzt wirklich einen guten Einblick bekommen in die interne Arbeit einer Bibliothek auch, ne? Denn wenn man hier als Leserin oder Leser ein- und ausgeht, hat man ja gar keine Vorstellung, was sich hinter den Türen im internen Bereich so abspielt um Ja, die die ganze, Bibliothek. das habe ich jetzt bei der Vorbereitung zur Anime-Veranstaltung, die heute Abend ist, auch gemerkt, dass Elif und Bianca auch sehr viel jetzt in den letzten Wochen auch noch viel dafür gemacht haben und heute. Und natürlich Sophia auch, dass da echt viel dahinter steckt. Was stellen wir vor? Was müssen wir noch beschaffen? Was müssen wir vorbereiten? Oder auch wie dass die Azubis auch hier die ganzen Gedichte noch gestaltet haben, künstlerisch, mit dem 3D, mit dem Gestaltungsprogramm, was ich finde auch sehr gut gelungen ist. Also es steckt auch viel Arbeit hinter dem, was hier passiert. Genau. Und hast du dir das so vorgestellt, als du angefangen hast? Also ich weiß ja jetzt hier schon lange hingehe. Ich weiß ja auch schon ein paar Sachen. Vor allem, ich kenne mich in den Bereichen aus, wo was steht. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, was man noch in der Musikbibliothek jetzt noch alles so machen muss. Oder wie die ganzen Bereiche eigentlich generell aufgebaut sind, wie das mit den Markierungen an den Buchrücken ist. Das wusste ich noch nicht, aber sonst konnte ich mir das eigentlich schon vorstellen, was zum Beispiel Regalordnung ist oder wie eine Veranstaltung auch vonstatten läuft. Sowas. Okay. Warst du auch in der zentralen Einarbeitung? Also da, wo die Bücher, die Lieferungen ankommen und dann wird Lieferkontrolle gemacht, hast du auch alles mitbekommen. Also Transport. Genau, und Das habe ich Transport. gemacht. Ja. Okay. Zum Beispiel, das hatte ich vorgestern nochmal. Ich hatte insgesamt zweimal jetzt in den 3 Wochen. Oder sogar dreimal, weiß ich jetzt nicht. Also du bist auf jeden Fall jemand, der mitdenkt. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Und du siehst auch, wo Arbeit anliegt und packst einfach an. Du bist so ein Macher, ne? Danke. Ja, also das ist mir auch sehr positiv an dir aufgefallen. Und da musste man, also man wusste, wenn man sich an dich wendet und dich um Hilfe bittet, dann bist du sofort dabei. Ich habe ja auch viel gemacht heute zum Beispiel. Ich hatte ja jetzt viel freie Zeit heute, weil ich ja heute nur mein Abschlussgespräch hatte, jetzt den Podcast hier und Regalordnung. Also habe ich jetzt auch gefragt, ob die unten bei der Theke noch Hilfe brauchen beim Einsortieren oder jetzt, ich habe hier noch meine restlichen Aufgaben gemacht. Ich habe noch markuliert, also
Sachen gelöscht Mhm. und Sachen neu eingearbeitet. Das habe ich Ja. heute auch noch gemacht, weil ich gefragt habe, die Hilfe brauchen. Toll. Guck mal, jetzt ist es erst kurz nach 12 Uhr, was du schon alles gemacht hast heute. Also wirklich. Und nun hattest du ja das Abschlussgespräch und was hat denn Frau Gläser dann so gesagt? Also Frau Gläser hat gesagt, sie, also dass die Bibliothek sehr zufrieden mit mir war. Also bei den, man bekommt die, nee, die Leiter des Praktikums von dem Praktikanten bekommen ja einen Zettel von dem, also von der Klassenlehrerin des Schülers. Und da müssen sie halt ankreuzen Fleiß oder Arbeitstempo und dann noch verschiedene Kategorien von bestimmten ja, also von Kategorien müssen sie Wörter unterstreichen, also Fachwörter wie zum Beispiel Schnelligkeit, Flink oder sowas. Und das war eigentlich ganz gut. Ich hatte überall eine 2, außer bei Arbeitstempo, weil da wurde kritisiert, dass ich manche Sachen schnell gemacht habe. Aber dann zum Beispiel bei der Regalordnung, dass noch ein, zwei Bücher falsch eingestellt waren, sowas, dass dann noch ein paar kleine Fehler passieren. Aber sonst war eigentlich alles bei 2, also bei im 2er- und 1er-Bereich überall. Ja. Das kommt auch ganz selten vor, dass jemandem gesagt wird, er ist zu schnell, also er arbeitet zu schnell. Das ist wirklich, ist ja jetzt eigentlich kein Makel, ne? Nur dann, wenn man alles so husch-husch macht und nicht ordentlich. Aber so ist es ja bei dir nicht. War denn eigentlich auch Besuch da von der Schule? War deine Lehrerin mal hier? Ja, meine Klassenlehrerin, die war letzte Woche hier. Die hat mich dann einfach in der Mittagspause, da wo ich gerade Mittag gemacht habe, hat mich angeschrieben und hat gesagt, dass sie gegen 14 Uhr da ist. Und dann habe ich ihr sozusagen eine kleine Tour gegeben, habe ihr alles gezeigt, auch hier oben, wie was funktioniert und so, wo die Magazine sind. Und dann hat sie auch gesagt, sie hat keine weiteren Fragen mehr, hat noch kurz mit Frau Gläser geredet und ist dann gegangen. Ja, also war so eine, nicht mal 20 Minuten hier. Ach so. Ja. Also war auch den ganzen Tag schon unterwegs, war schon in Petershagen und Ach Friedrichshain und so. so. Ja. Na, sie weiß wahrscheinlich auch, dass sie sich um dich keine Sorgen machen muss, ne? Dass das bei dir gut klappt. Möchtest du denn perspektivisch gesehen auch, also du hast ja eben das schon mal so angedeutet, du könntest dir vorstellen, jetzt was mit Bibliotheken zu machen. Aber eigentlich hattest du ja einen anderen Plan, irgendwas mit Medien, ne, hast du ja Ja, auch gesagt. 3D. Also 3D, also VFX-Künstler, sage ich jetzt mal so. Also Filme, weil bei Filmen die ganzen, sozusagen, wenn man einen Kriegsfilm hat, die ganzen Explosionen, die werden ja nicht in echt gemacht, die werden ja sozusagen animiert. Ja. Und das hatte ich mir vorgestellt, das könnte man machen, aber jetzt den Beruf könnte ich mir jetzt auch, also FAMI, also Fachangestellter für Medien und Informationsdienste, das könnte ich mir auch vorstellen jetzt als Beruf. Also auf meinem Fragebogen habe ich angekreuzt, könntest du dir vorstellen, den Beruf auszuüben später? Und da habe ich so angekreuzt, ich schwanke noch. Ja. Ich bin ja jetzt auch erst 14 Jahre Ja, alt. eben. Also ich habe ja jetzt noch ein Jahr Schule auch noch, wenn ich, oder sogar mehr, wenn ich Abitur machen möchte. Und ich glaube, aber es ist in einer engeren Auswahl, sage ich jetzt mal schon. Okay. Was ist VFX? Also sozusagen 3D-Animation. Ach so, die Abkürzung steht wofür, weißt du? Visual Effects und X, das weiß ich Ach gar nicht. so, ach so, Also okay. Visual Effects vor alledem. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das interessant ist. Und auch sehr abwechslungsreich. Ja. Der Beruf hier ist auch sehr abwechslungsreich. Also man Ja. hat ja jeden Tag mit anderen Menschen wie zu tun. Es gibt manchmal unerwartete Probleme. Ja. Komplikationen, Probleme, aber manchmal auch ganz tolle Ja. Begegnungen. Also man weiß morgens nicht, was der Tag so bringt. Und das ist Ja. eigentlich sehr schön. Ich liebe diesen Beruf auch sehr. So, naja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu wünschen, dass du weiter so deinen Weg gehst, Dankeschön. dass du das Abitur schaffst. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Da gibt es gar keinen Zweifel, das schaffst du. Und dass du einen Beruf findest, der dich dann auch ausfüllt, in dem du dich wohlfühlst. Und ich bedanke mich nochmal im Namen von allen meinen Kolleginnen und Kollegen für deine Arbeit. Du warst eine Ja. große Hilfe. Ich muss ja auch Danke sagen, dass ich überhaupt angenommen wurde. Und jetzt sage ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, es hat mir auch sehr Spaß gemacht hier in der Bibliothek. Also ich konnte jetzt nichts sagen, was ich nicht gern gemacht habe. Also auch sowas wie Blu-rays einpacken.
habe ich jetzt eher genossen, weil ich sozusagen auch Frau Sahner damit was abgenommen habe für ihre Arbeit, die sie jetzt beim Filmbereich gemacht hat. Ja. Und ja, also es hat alles Spaß gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke. Dann schalten Sie nächste Woche wieder ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.